Sehr geehrter Präsident des Deutschen Bundestages, lieber Herr Dr. Schäuble, Exzellenzen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine Damen und Herren. Seien Sie ganz herzlich willkommen. So ein schöner, voller Saal, der Senatssaal der Humboldt-Universität. Ganz großartig, dass Sie alle da sind. Identitäten, so stellten Sie, lieber Herr Schäuble, am 15. April in Paris fest, können sich verändern. Deshalb müssen wir daran arbeiten, dass sich eine europäische Identität herausbildet. Ende des Zitats. Ich gebe zu, in einer Zeit, in der Deutschland selbst in einer kräftigen Identitätskrise steckt und der soziale Zusammenhalt manchmal schon im eigenen Land auseinanderzudriften droht, musste ich hier aufwarten. In Paris führten Sie Ihre Idee einer solchen europäischen Identität aus. Ein Gemeinschaftsgefühl, das sich aus den historischen Wurzeln und kulturellen Grundlagen speist, das aber auch der Überzeugung folgt, dass wir die globalen Ordnungsfragen im europäischen Sinne nur wirkungsvoll mitbeantworten können, diese Welt in Bewegung mit unseren Werten und Überzeugungen mitgestalten können, wenn wir es als Europäer gemeinsam tun. Ende des Zitats. Es freut mich außerordentlich, mit Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Schäuble, einen überzeugten Europäer heute hier in der Humboldt-Universität zu Berlin begrüßen zu dürfen. Einen führenden Politiker, der sich von den gefährlichen nationalen Strömungen unserer Zeit nicht von seiner Idee eines vereinten Europas abbringen lässt. Europa, das wird an jeder Stelle deutlich, ist Ihnen ein Herzensanliegen und uns auch. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Sie heute nicht zum ersten Mal im Rahmen einer Europarede unserem Haus die Ehre erweisen. 2011 hielten Sie damals noch als Finanzminister hier im Senatssaal bereits eine Rede zur Reform der europäischen Finanzregeln. Es war der Höhepunkt der Eurokrise, nicht die erste, aber eine der großen Erschütterungen, die die Idee eines vereinigten Europas auf die Zerreißprobe stellte. Die Eurokrise scheint heute weitgehend gemeistert zu sein, aber auf die EU sind neue Krisen zugekommen, Krisen, die wir damals nicht einmal erahnen konnten. Die Frage nach mehr Präsenz, nach mehr Transparenz und nach mehr Partizipation der Bürgerinnen und Bürger hatten Sie schon im berühmten Schäuble-Lammers-Papier zum europäischen Einigungsprozess von 1994 mitgedacht. Heute sind Sie dringender denn je. Solche Fragen stellen sich aber nicht nur den politischen, sondern auch uns, den wissenschaftlichen Institutionen in unserem Land. Auch wir wissen, dass wir uns noch anders öffnen müssen, in einen offensiveren Diskurs gehen und uns mit Kreativität Debatten stellen in neuen Formaten und anderen Formen. Sonst drohen wir Gefahr, langfristig auch unseren Rückhalt in der Gesellschaft zu verlieren. Und das ist nicht einfach unter den verschiedenen Herausforderungen auch zu lösen. Die großen Aufgaben unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen. Ich glaube, da sind sich alle hier im Saale auch einig. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, Ihnen heute auch als Präsident des Bundestages zu danken. Unser Parlament ist offen für Wissenschaft. Das spiegelt sich nicht nur wieder im exzellenten wissenschaftlichen Dienst oder in den Expertenanhörungen zu wichtigen Themata, sondern auch in der Bereitschaft zur Kooperation. So etwa ist der Direktor des Bundestages, Dr. Horst Risse, Honorarprofessor an unserer juristischen Fakultät. Unsere Studierenden profitieren außerordentlich von dem Einblick in die parlamentarische Arbeit, die diese Kooperation bietet, übrigens auch in europäischen Angelegenheiten. Und last but least sind wir uns schon häufiger begegnet im Rahmen der IPS-Stipendienveranstaltung, wo wir ja auch als Alma Mater für die Stipendiaten des Deutschen Bundestages sehr gerne dienlich sind.
In den Humboldt-Reden zu Europa haben bereits viele Europäerinnen und Europäer ihre Vision über Europa zur Diskussion gestellt und darüber sind wir sehr stolz. Es ist eine unserer ganz wichtigen, auch kontinuierlichen Veranstaltungen, mit denen hier, auf die hier in Berlin auch der Scheinwerfer gerichtet ist. Und in der gegenwärtigen Situation können wir uns kaum einen besseren Redner als Sie wünschen. Sie haben als Chef des Bundeskanzleramtes, als Innen- oder Finanzminister nicht nur die Euro-Krise gesehen, sondern auch gestaltet und den Einigungsvertrag maßgeblich ausgehandelt, sondern sich auch immer für die politische Debatte und für den Diskurs um die Einigung Europas eingesetzt. In all Ihren Ämtern, ganz besonders auch heute als Bundestagspräsident, haben Sie bewiesen und beweisen es jeden Tag, dass die Verflechtung von europäischer und nationaler Politik nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch Grundbedingung und Selbstverständlichkeit sein sollte, dass Europa die Nation in ihrem Grundbestand sichert, weil es ihre Zukunft sichert. Sehr geehrter Herr Präsident, es ist uns eine Ehre, Sie heute nochmal begrüßen zu dürfen und danken ganz herzlich für Ihr Kommen. Dem Walter-Hallstein-Institut danke ich für die Organisation des Abends und allen Gästen wünsche ich interessante und anregende Impulse und übergebe das Wort an Herrn Schwarz, der Sie im Namen der Stiftung Mercator begrüßen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Ann-Kathrin Kaiser, ich leite den Europabereich in der Stiftung Mercator. Vielen Dank, Frau Kunz. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Projektpartner, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele junge Leute und Studierende ihren Feierabend hier in der Universität weiter verbringen, um mit uns über Europa zu diskutieren. Europas Zusammenhalt zu stärken, ist ein Kernanliegen von uns als Stiftung Mercator. Sich darüber zu verständigen, was das eigentlich bedeutet, europäischer Zusammenhalt, dafür brauchen wir den Austausch mit politischen Entscheiderinnen und mit der europäischen Zivilgesellschaft. Das Projekt Wir sind Europa, in dessen Kooperation die heutige Rede auch stattfindet, verbindet diese beiden Elemente, hochrangige Rednerinnen auf der einen Seite und eine breite öffentliche Debatte auf der anderen. Diesen Dialog wollen wir auch außerhalb von Berlin führen. Zuletzt war Wir sind Europa dafür unterwegs in Zittau, Gelsenkirchen und Erfurt. Dabei ist es uns besonders wichtig, mit möglichst vielen sehr unterschiedlichen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, was Europa konkret in ihrem Alltag bringt. Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir auch immer wieder Einblicke und Impulse in die politische Realität. Und wer könnte dies uns besser geben als Sie, Herr Dr. Schäuble? Sie sind, wie Frau Kunz schon sagte, ein wahrer Europäer, verteidigen unsere rechtsstaatlichen Grundlagen immer wieder mit starken Plädoyers und hören dabei auch denjenigen zu, die eher kritisch sind. Bitte erlauben Sie mir, trotz Ihrer christdemokratischen Parteizugehörigkeit einen Sozialdemokraten zu zitieren. Willy Brandt sagte in seiner Friedensnobelpreisrede von 1971, ich zitiere, ein Europa des Friedens braucht die Bereitschaft zum Hinhören auf die Argumente des anderen. Zitat Ende. Gerade in unseren zunehmend polarisierten Debatten und politischen Streitigkeiten ist dieses Hinhören und Austauschen von Argumenten ein nicht zu unterschätzendes Gut, das wir immer wieder neu erproben müssen. Daher danke ich Ihnen, Herr Dr. Schäuble, ganz besonders, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für die Diskussion mit dem Publikum und mit uns allen und bin sehr gespannt auf Ihre Rede. Herzlichen Dank auch an unsere Projektpartner, die Humboldt-Universität Berlin, die Stiftung Zukunft Berlin und die internationalen Journalistenprogramme, die die heutige Rede ermöglichen. Ich wünsche uns nun allen einen spannenden Abend und eine offene Diskussion. Vielen Dank.